Für heute habe ich mir einiges vorgenommen. Und das Erste, was wir machen werden, ist hier unseren Containerbereich etwas zu bestücken. Und zwar hier den vorderen Bereich. Der ist ja im Moment noch ziemlich leer. Und ich werde jetzt rangehen, mir ganz viele Kisten organisieren. Alles, was an Kisten in irgendeiner Art und Weise in meiner Reichweite ist, werde ich mir herstellen. Aber vorher, das habe ich nämlich jetzt gerade gesehen, das hätte ich fast vergessen. Schauen wir doch mal, was wir Neues gelernt haben. Oder was wir Neues lernen können. Vier Stück haben wir. Bildschirmkarte. Das klingt gut. Schreddermaschine. Okay. GPS-Satellit. Und das letzte. GPS-Satellit T2. Cool. Das heißt, wir haben jetzt eine Karte, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder wenn ich das richtig verstanden habe, sollen wir jetzt eine Karte uns freischalten können. Bei Bildschirmkarte. Das können jetzt zwei Sachen sein. Entweder eine Karte, die tatsächlich am Bildschirm ist, oder die für mich auf dem Bildschirm angezeigt wird. Kompass, 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 Kompass. Nö, hier ist nichts dazugekommen. Nope. Dann muss es hier sein. So, hier haben wir den Schredder. Schwarzpulver. Keine Ahnung. Gut. Da, da. Bildschirmkarte. Ein Eisen und Mikrochip-Kompass. Eisen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Eisen haben. Doch, da. Eisen und den Mikrochip-Kompass nehme ich von mir jetzt gerade mal raus. Oder? Wie teuer ist denn der? Nö, stell ich her. Magnesium. Ich nicht. Ich habe kein Magnesium. Wer hat mir denn mein Magnesium geklaut? Wart ihr das? Habt ihr mir heimlich Magnesium geklaut? Ne, doch nicht. Nimm alles zurück und behaupte das Gegenteil. Didi. Dann schauen wir doch mal, was dieser Kompass uns denn für diese Map für schöne zusätzliche Infos gibt. Zack. Kein Satellit im Orbit. Na gut. Das ist dann wahrscheinlich direkt pari gewesen. Dass wir das eine nicht ohne das andere machen können. Oh, ich meine, es war eigentlich klar. So, wo haben wir denn den Satelliten? Haben wir gar nicht. Ich glaube, das ist mit der Startrampe hier verknüpft. Das wird damit verknüpft sein. Na gut, so. Kernreaktor wäre noch nicht schlecht, glaube ich, wegen Strom, weil erst dann können wir tatsächlich das Ding betreiben. Also Uranbrennstab und Wasser. Ich glaube, bei dem Uranbrennstab war das. Ich weiß, jetzt habe ich schon wieder meine ganzen ersten Pläne über den Haufen geschmissen. Aber so kann es passieren, ne? Uran, Uran, Uran. Da ist nix. Da haben wir Uran. Aber nicht genug. Kann ich vielleicht noch ein paar Wärmedinger herstellen oder so? Das sind vielleicht wenigstens schneller warm wird hier. Mit Titan könnte ich das tun. Das ist natürlich gerade draußen Weltuntergang. Das ist toll. Gut, dann mache ich das, was ich vorhin angedeutet habe. Ich gehe draußen Materialien sammeln und werde ganz viele Kisten hinstellen. Kisten brauche ich Titan und Eisen, richtig? Nein, oh, nur Eisen. Das ist ja noch günstiger. Nur Eisen. Das habe ich ja. Ach, guck mal.
kann schon ein riesiges Gelände ausbauen. So, also, wo fangen wir an? Ich glaube, wir machen hier unsere Lagereinheit. Dann schauen wir mal. So, hier ist das Zentrum. Da haben wir den alten Baukasten. Das heißt, wir fangen an mit hier vorne. Genau, ab hier. Ab hier mache ich die Lagereinheiten. Ich weiß, das ist im Moment ziemlich weit drinnen. Ach, jetzt muss ich erst warten, bis die Einstürze zu Ende sind, sonst wäre ich die ganze Zeit hier irre. Also das ist ziemlich weit hier hinten, aber ich werde den vorderen Bereich verkürzen. Weil im Moment erscheint mir meine Base extrem groß. Und ich weiß noch nicht, ob ich wirklich den ganzen Bereich brauche. Das werden wir dann sehen. Okay, aber jetzt sind wir bei dem Punkt. Ich glaube, hier drei nebeneinander ging ja nicht, ne? Ah, doch. Oh, drei nebeneinander. Geht. Oh, ne, die sind nicht ganz richtig. Oder ist der nicht rechtwinklig? Ich glaube, den habe ich nicht ganz richtig ausgerichtet. So, jetzt passt's. So, lasse ich den Gang? Ja, lasse ich. Aber ich werde dann mit dem weiter nach rechts gehen, damit das ein bisschen besser passt. So. Okay. Ah ne, guck mal, ich muss ja noch weiter nach rechts machen. Ich würde den ganz gerne auf Hälfte haben. So. Das dürfte passen. Verlegen nicht möglich. Ist doch leer. Okay. Hat er wahrscheinlich überlegt, was ich da schon Schönes hätte reinpacken können. Hat aber nicht dran gedacht, dass ich noch nichts reingepackt habe. Gut, das Spiel soll nicht für mich mitdenken. Das schafft es schon. Naja, fast alleine. Leider reicht das immer noch nicht. Um das richtig auszurichten. Ihr kennt mich, das wird ein bisschen dauern. So, das ist eins vor Ende. Das heißt, ja, einen nach rechts und dann passt das. Das passt jetzt. Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, sollte das symmetrisch sein. Da. Und. Na, okay. Also das scheint nicht ganz genau auszuklügeln zu sein. Denn hier ist einer drüber. Hier fehlt noch einer. Guck mal. So. Jetzt ist richtig. Dann mache ich den Abstand in der Mitte ein bisschen größer. Und dann bin ich zufrieden. Jawohl, so können wir es machen. Jetzt werde ich auf der Seite nämlich einfach ein Glas hinmachen. Also eine schicke Glaswand. Und dann sollte das in Ordnung gehen. Gut, 35. Trinken.
Na gut, ich wollte eigentlich trinken. Ist egal. Ist egal. Gut, jetzt haben wir aber alles an Eisen entsprechend weg. Gut, das heißt, wir nehmen jetzt schon mal die Sachen, die wir wenig brauchen. Halt, falsch. Das sind jetzt im Moment die Sachen, die ich noch nicht so zum direkten Einsatz weiß. Schwefel habe ich auch noch nicht. So, und den packe ich schon mal hinten rein. Im Moment sind die Wege sehr weit, ja. Aber ich werde das nachher alles verkürzen. Das hatte ich euch ja schon durch die Blume angedeutet. Na komm. Das packe ich auch da rein. Iridium. Das ist Schwefel. Osmium. Und Stoff. Das ist nur die erste Sortierung, keine Sorge. Ich fange ja noch an. Biokunststoff passt eher zu Stoff. Ist mir da so eingefallen. Baudelaire. Weiter geht's. Das könnte ich bestimmt. Ich nehme alles mit. Sehr gut. Und da kriegen wir wieder einen Iridiumstab her. Das nehme ich mit für einmal Sauerstoff herstellen. Die Kiste kann komplett weg. So, halt, brauche ich. Wasser brauche ich doch gar nicht herstellen. Das war jetzt unnütz. Weil ich habe doch draußen meine automatische Wasserregenerations- wie auch immer Einheit. Iridium, das passt. Schwefel aus dem Stoff. So, dann Kiste. Und jetzt muss ich gucken, ob ich das tatsächlich jetzt so machen kann, dass ich auf der Seite die Kisten zurückführe oder ob mir das zu klein wird. Vom Gang her. Ich muss mir das echt mal überlegen. Aber ich kriege hier, glaube ich, zwei nicht genau in die Türen, oder doch? Ja, doch, zwei müsste ich da reinkriegen. Vielleicht kriege ich dann auch sogar vorne und hinten welche hin. Gut, da werde ich jetzt erst Material für holen. Ich werde jetzt erst noch ein bisschen Eisen organisieren. Und mir dann den Rest anschauen. Eisen. Sehr schön. Die Meteoriten gerade, die haben einiges an Eisen aufgewirbelt. Denn das sieht man hier, die Eisenbrocken, die liegen ja alle auf der Erde. Die sind also frisch dazugekommen. So sehen die aus, wenn die eingebuddelt sind. Also zum Vergleich. Mittlerweile habe ich schon so einen leichten Blick dafür. Alles erkenne ich noch nicht, wie jetzt das Silizium. Da vertue ich mich dann doch ab und an mal.
Aber das gehört einfach mit dazu. Ich bin ja auch tatsächlich immer noch ganz am Anfang. Gut, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber das hatte ich zumindest im Hinterkopf. Denn ich halte meine ganze Bausache, die ich ja jetzt hier vorhatte, also mit alles Farmen, alles Kisten machen und so, hatte ich überlegt, ob ich das eventuell im Zeitraffer mache. Oder ob ich das direkt schneide und einfach nur sage, so sieht es jetzt aus. Aber das nur als Andeutung. Oder als Vorwarnung, wie man das auch immer sehen möchte. Denn ich habe mich dazu tatsächlich noch nicht entschlossen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Innerlich würde ich eigentlich sagen, ich möchte euch das lieber komplett zeigen. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wie das für euch so interessant ist. Also ich stelle es mir zumindest vielleicht stellenweise auch sehr uninteressant vor. Wenn ich dann nur die ganze Zeit über am Basteln bin und kein richtiger Fortschritt ist. Wobei der richtige Fortschritt ist ja auch falsch, denn wenn ihr oben rechts seht, Terraforming geht ja weiter, ne? Das kann man ja zwischendurch gar nicht anhalten. Es sei denn, man macht Strom aus. Okay, das würde dann doch gehen. Wenn ich Strom komplett ausmache, dann geht das. Aber das ist so eher der Grund, weswegen ich dann sage, immer, ich lasse das. Also ich zeige euch dann lieber alles. Weil sonst ist irgendwann der Planet komplett fertig und dann stehen wir da. Dann habt ihr eben nichts gesehen. Gut, so. Dann schauen wir jetzt. Wie sieht's aus, wenn wir denn jetzt hier hintereinander zwei stellen wollen? Dann müsste ich weiter nach vorne. Wie weit könnten wir denn? So, das wäre Pari. Ach so, da ist was. Ach ja. Dann gucken wir mal, wenn wir das hier auch bündig machen. Das sieht gut aus. Das sieht besser aus als diese Sache hier. Ja. Ist, glaube ich, aber ein bisschen Platzverschwendung, ne? Ja, wenn ich hier noch nicht mal durchkomme, das ist wirklich blöd. Krieg ich da eine kleine Kiste vielleicht hin? Da muss ich mir jetzt tatsächlich noch was einfallen lassen, weil diese vier, das sieht wirklich blöd aus. Ach so, den muss ich ja noch ändern. Nach rechts. Nein. Also ich krieg's rechts schön bündig, aber hier in der Mitte ist dann halt so ein richtig breiter Gang. Da gefällt mir das schon besser, aber die Kisten stehen so weit im Gang. Ja, ist wirklich schwierig. Das ist wirklich für mich gerade schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Also welche Variante ihr jetzt gewählt hättet. Falls ihr möchtet, dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Oder wenn ich beides um eins weiter in die Mitte setze. Ja,
Ja, dann hätte ich da so viel Luft. Das ist echt eine Sache, die muss man sich angucken. Muss ich mir angucken. So. Nö, das... Nee, das bringt gar nichts. Dann mache ich das lieber außen. Habe ich die große... Habe ich die große Lücke lieber. Aber vielleicht finden wir ja nachher noch eine andere... irgendwas anderes zum Bauen. Irgendwie eine größere Kiste. Die dann vielleicht genau hier reinpasst. Ansonsten wäre das eine gute Sache, die ich den Verantwortlichen gerne mitgeben würde. Ja, dass sie sich da das einfach mal angucken. Und mal so überlegen, ob die da nicht vielleicht eine bessere Lösung finden. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Den Schrank weg und der kommt hier hin. Dann habe ich nämlich hier so ein kleines Rondell. So. Dann sieht das wirklich aus wie so eine Lagereinheit. Zack, geht man hier rein, hat 6 Stück. Jo, werde ich hier dann auch tun. Und ich denke, dann werde ich das mit der Bestückung wahrscheinlich eher nach Alphabet nachher machen, glaube ich. Ich guck mal. Aktuell, aktuell würde ich jetzt tatsächlich eher auch jetzt hier auf eine Chaos-Sortierung setzen. Denn noch bin ich ja am Hin- und Herräumen. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, das schon richtig zu sortieren, dann muss ich immer ziemlich viele Kisten immer wieder leer machen. Ich glaube nicht, dass das lukrativ ist. Ups. Wir schauen. Gut, aber ich würde dennoch jetzt noch Uran. Ich muss gucken, dass ich einmal das Uran voll kriege. 4, 5, 6. Ich brauche 9. Ich brauche 9 für ein Uranon. Das heißt, wir werden uns mit Sauerstoff noch einmal eindecken. Und dann werden wir die Wracks dann doch nochmal eben abgucken. Auf die Schnelle. Irgendwo hatte ich das doch, oder? Oh, das hätte ich jetzt noch nicht irgendwo hinschmeißen sollen, da. Oh, nee, trinken, hatte ich gesagt, brauche ich nicht. Genau, und dann werden wir uns einmal auf die Suche nach Uran machen. Denn ich will endlich die nächsten Brennstaben hier reinzimmern. Will ich mir so richtig in den hohlen Kopf reinhauen. Oder soll ich Material mitnehmen und mir zwischendurch lieber eine Hütte hinzimmern? Na, schauen wir mal. In der nächsten Folge werdet ihr wissen. Bis später. Tschüss.